Hallo und herzlich willkommen bei der Fahrschule Stumpf in Nürnberg. Wir wollen euch heute ganz kurz den Unterschied zwischen dem absoluten Halteverbot und dem eingeschränkten Halteverbot erklären. Ganz kurz gesagt, im absoluten Halteverbot darf ich überhaupt nicht stehen, keine Minute, keine Sekunde anhalten, zum Beispiel in einer Feuerwehrzufahrt. Und im eingeschränkten Halteverbot darf ich bis zu 3 Minuten anhalten. Das heißt also, man spricht auch von einer Mini-Kurzparkzone, weil dort auch zusätzlich erlaubt ist, das Ein- und Aussteigen und das Be- und Entladen. Und zwar in unbegrenzter Länge. Zum Beispiel nehmen wir einen Bus, da steigen viele Fahrgäste ein und aus. Dann kann der Prozess länger dauern als 3 Minuten. Oder nehmen wir das Be- und Entladen. Ich muss ein- und ausladen, dann kann das auch länger dauern wie 3 Minuten. Es muss aber eine uneingeschränkte Ladetätigkeit feststellbar sein. Ich darf also zwischendrin kein Pausenbrot auf der Ladefläche essen. Das Ganze gibt es zusätzlich mit Pfeilschild. Das heißt also, in Pfeilrichtung gilt dann das Verbot. Viel Spaß dabei. Gebt uns ein Like.